Eine Runde Risk of Rain 2. Es wird mal wieder Zeit. Für mich ist das jetzt schon eine Weile her, das letzte Mal. Für die Zuschauer nicht. Ich hatte beim letzten Mal einfach echt Bock und einige Ziele vor mir, die ich erreichen wollte. Von daher habe ich dann mal ein bisschen durchgezogen und ein bisschen mehr aufgenommen, was ich ja eigentlich gar nicht mal machen wollte. Hatte ich ja mal gesagt. Vor allem, weil ich jetzt erstmal wieder schauen muss, dass ich reinkomme. Ich glaube, ich fange erstmal mit dem Ingenieur an. Ach, Moment. Das müssen wir gleich nochmal wiederholen. Denn Ingenieur. Natürlich auf Monsun. Ich weiß gar nicht mehr, als mit wem ich beim letzten Mal gespielt hatte, wo ich dann ein Artefakt hatte, wo ich als zufälliger Überlebender gespawnt bin. Das war nicht ganz so toll. So, was haben wir hier? Ein glühender Meteorit. Okay. Erstmal wieder schauen. Genau, da setze ich einen Turm hin. Hier kommt ein Turm hin. Und dann sollen die sich erstmal wieder kümmern. Ups. Da stand ich wohl zu weit am Rand. Aber gut, dass man das sieht, wo die einschlagen, die Meteor. Es ist eigentlich ein ziemlich cooler Gegenstand. Boah, ist das nervig. Los, du dahin. Eigentlich ist doch der Plan, mich zu beeilen am Anfang. Was mache ich denn hier? Okay, erstmal hole ich mir das. Frischfleisch. Ein paar Minen dahin. Alles, was an Schaden geht, raushauen auf den Typen. Ach du Scheiße, die haben meine Türme schon kaputt. Okay, das hier brauche ich noch. Nehme ich natürlich mit. Dann ein Turm schon mal dahin. Und da ist eine Kiste. Hört auf zu schießen. Kommt her, wenn ihr was wollt. Ja, ihr nicht. Ach, shit. Das ist jetzt doof. Okay, und weiter geht's. Es ist doch ein bisschen stressiger, als ich es in Erinnerung hatte. Wenn man so viel spielt, dann ja, wirkt das gar nicht so. Es macht Spaß. Aber wenn man dann erstmal ein bisschen raus ist, wie ich jetzt gerade, beziehungsweise ich habe auch ein komplett anderes Genre gespielt. Da ist das dann schon ein kleines Problem. Muss aber erstmal wieder die Positionierung anschauen. Aber ich weiß zumindest, dass das noch ein sehr gutes Item ist. Ich habe jetzt gar nicht da oben nachgeschaut. Da der Teleporter eventuell ist. Ah ne, da vorne ist er. Okay. Ich nehme noch so viel mit, wie ich kann. Wobei diese Benzinfässer könnte ich theoretisch auch auseinandernehmen. Was habe ich denn hier?
Noch eins davon. Ich nehme lieber den Schlüssel, damit ich zumindest die Box öffnen kann. Und diese hier zerlege ich. Hole ich mir dafür was anderes Schönes. Nein, lasst meine Türme in Ruhe, ey. Das stimmt nicht mit euch. Das kommt erstmal dahin und dann ein paar Minen. Und dann spawn bitte mal da. Ach nein. Will er nicht. Okay, dann halt nicht. Ich verstehe schon. Du bist nicht cool. Oh, 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 weg hier. Und jetzt habe ich ein Problem. Ein dickes Problem. Erstmal das hier hin. Und dann den Turm da hin. Habe ich ihn zu nah gestellt? Ne, es geht. Okay. Okay, ich merke schon, ich gehe gleich drauf. Ich verursache auch kaum Schaden. Und habe jetzt auch noch schönen Schaden abbekommen. Das so zu spielen war gerade meine letzte Chance. Ich musste die Blase so lange wie möglich ausnutzen. Oh shit. So ein Arsch, ey. Puh. Mann, Mann, Mann. Das war hart. Ich hätte jetzt gerne etwas für Regeneration. Irgendetwas. Ach scheiße, ich bin noch schon 6 Minuten in dem Level. Oh Gott. Ja, ist schon viel zu lang. Da hat mich gerade schon gewundert, da hat doch Sound gefehlt. So, jetzt brauche ich erstmal ein paar Gegner. Und ich schaue gerade mal, was da hinten drin ist. Ist das Ziegen? Ja. Ja, schon öffnen. Deswegen bin ich ja hingegangen. Nein. Böse. Aus. Pfui. Aber die können da mal wegballern. Dann gehe ich hier hin so lang. Okay. Ich hätte lieber passive, statt dass ich irgendwas dafür tun muss. Erhöht die Aufladegeschwindigkeit des Teleporters, aber verringert die Größe der Zone. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und Bossschaden. Bossschaden ist auch in Ordnung. Oha.
Oh je. Den hätte ich schon gerne, obwohl andererseits, ich brauche ihn auch gar nicht. Kann ich damit was anfangen? Ist jetzt die Frage. Ich lasse es erstmal liegen. Die sollen mal weiterschießen. Und ich gehe mal hier dran noch. Kritischer Schaden. Zumindest eine Chance mal drauf. Ich kann noch keinen aufstellen, kein Teleporter. Kein Teleporter, kein Geschütz. Jetzt. Ich will die erst bereit haben. Na komm. So, den auch noch weg. Dahin und du dahin, und dann ist der leider viel zu weit von mir entfernt, aber what the fuck, warum kann mich die Scheiße hier drin treffen? Sorry. Ja, okay. Hat keinen Spaß gemacht, um erstmal wieder reinzukommen, nämlich den Captain. Und warum ich frage, warum das da reinkommen kann, sollte es nicht können, denn es ist ja eine Kugel. Und es sollte eigentlich von allen Seiten dann schützen. Rein logisch. Ja, komm, noch einer. Einer noch. Hier oben ist eine schnelle. Hier ist eine ganz schnelle Kiste. So. Nein. Einfach nein. So, rechts war Taser. Das heißt kurz dann. R war. Muss ich erstmal nachschauen. Ah ja, das war das, und dann ist Control der Schlag, der Schaden. Genau. Da gibt es was umsonst. Wenn es was umsonst gibt, nehmen wir das mit. Ach ja, der Schaden von dem ist einfach super. Ich mag zwar die Turmspielweise, sehr gerne sogar, aber der Ingenieur ist mir viel zu langsam. Das war jetzt wahrscheinlich eine super dumme Idee, dass ich das gemacht habe, weil jetzt wahrscheinlich wieder der Vagabund kommt und mich einfach zerpflückt. Hey, auf damit. Nach da hinten brauche ich, glaube ich, gar nicht gehen. Da ist immer noch nichts.
schätze mal nicht, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was eingefügt haben mittlerweile. So, ich brauche jetzt ganz schnell den Teleporter. Wenn der hier nicht ist und da oben nicht war, dann muss er da drüben sein. Oh Mann, da ist noch ein Schrein des Berges. Okay. Probiere ich es aus. Ich gehe sowieso bald drauf. Also kann ich es auch ausprobieren. Ob ich jetzt zwei habe oder drei. Ins Felszitan. Nee, doch, waren das die Felszitan, die doppelt sind? Eben waren sie nicht doppelt. Ist ja egal. Jedenfalls, wenn es die sind, sind sogar vier oder sechs. Oh, warum nicht? Noch einer, klar. Okay, also irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja, das war mir sowas von klar. Ja, super. Komm ich rein und... Ich hätte die Heilung irgendwie hinter den Stein setzen müssen. Okay, nochmal richtig Schaden rein. Ich habe den Erfolg, den ich schon länger wollte. Noch abknallen. So. Achso, das muss ich natürlich auch noch mitnehmen hier. Da hätte ich den dritten sogar tatsächlich fast noch aktivieren können. Puh. Wow. Das war ein bisschen hart. Aber ich habe drei Fiolen. Das ist richtig geile Belohnung. Das war eine richtig geile Belohnung. Dafür hat sich das schon gelohnt. Zumindest wenn ich jetzt noch genug für Schadensvermeiden insgesamt so bekomme. Nee, das will ich nicht. Ich habe auch gar keine Chance, hier einfach runterzuspringen, ne? Oder? Wie sieht denn das aus mit Damage? Ah, doch, naja. So, du weg, du weg. Und du musst auch weg, und du musst weg. Ich brauche Geld. Leute, Geld. Hallo? So, und ich brauche diesen Turm, denn der sorgt auch noch für Geld. Habe ich noch irgendwelche Gegner? Da. Ich schaue da jetzt erstmal rein.
Ein Schlüssel, ein... Ah, Feuerwerk. Ja, dann nehme ich erstmal den Ziegenhof. Okay. Wenn ich gerade auf 66 komme, dann mache ich das. Ansonsten hätte ich es jetzt einfach gelassen. Zerballer, zerplatz einfach. Hallo, Turm, hilf mir, Hilfe, Turm. Was hat da noch geschossen? Irgendwas hat doch von der anderen Seite noch geschossen. Du hast es nicht, du bist gerade erst erschienen. Da sind noch zwei interessante Teile. Das hier. Naja, gut. Sollte ich. Hätte ich auch nicht machen sollen. Hätte ich mehr Geld gebraucht. Also hätte ich mir keine Gedanken ums Geld machen müssen, wäre das gut gewesen. So weniger. Das Angriffsgeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall gut. Kann ich mir aber noch nicht leisten. Na, oh, Mist. Moment, was hatte ich hier noch? Ja, komm her. Geschwindigkeit, auch noch gut. Dann kann ich beim Laufen ab und zu nochmal abfeuern. Und dann weiter rennen. Da oben ist es nicht. Hier drin ist es auch nicht. Nein. Dann renne ich mal außen rum. Da hinten ist es. Ich höre Gegner. So, Heiltruhe. Die ist es mir jetzt wert gewesen, dass ich dafür ein bisschen Zeit opfere. Ich hoffe, sie war es wirklich wert. Nein! Oh, Mist! Penner. Aber das ist Leben da oben, ne? Und was? Rüstung oder Regeneration? Gesundheit und Regeneration, ja. So, die noch weg. Weg, weg, weg. Du auch. Oh Mann, kommen sie angestürmt. Oh, hallo. Ein bisschen mit Wäldchen spielen. So. Ach komm, wenn ihr hier rumsteht und sowieso gerade nichts tut, dann kann ich euch auch mitnehmen. Mach's gut, bis später. Das ist ein blöder Startpunkt.
Boah, ich bin auch schon auf schwierig. Das ist auch blöd. Das ist wirklich nicht so toll. Jo, geil. Du wärst ja an den Schlüssel dran gekommen, wenn du einen Schlüssel gehabt hättest. Ich dachte, hier wäre was. Nein. Falsch gedacht. Okay. Die Kiste hätte ich auch gerne. Ein bisschen Heilung. Nein, nein, nein. Auf damit. Heilung, nachdem ich Schaden genommen habe. Das ist gut. Ich habe ja mittlerweile eine bessere Regeneration. Jetzt auch noch Heilung, nachdem ich Schaden bekommen habe. Und sowieso schon einen höheren Lebenspool. Und zwar durch die Fiolen und das Boss-Item. Nichts. Oh nein, nicht darunter. So, da öffne ich diese Box noch. Du hörst mal auf mich zu schießen, bitte. Dann kann ich hier runter. Das kann ich, glaube ich, öffnen. Das geht schon in Ordnung. Zumindest einmal. Ein zweites Mal mache ich das erstmal nicht. Ja, das war schlau. Okay, vom Schaden her, naja, auf die Entfernung noch dazu. Ist jetzt nicht das Schlechteste, ist aber nicht besonders gut. Die müsste ich auch noch öffnen können. 129. Noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Noch ein bisschen Geld. So, ist der Porter da unten? Nee, Moment, wo könnte der noch sein? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ja, komm, lauft hinter mir her. Lasst euch dabei abknallen. Jetzt ist der Schrein interessant, zumindest ein bisschen. Du nicht. Nehme ich das mit. Es tötet, das ist gut. So, dann... wo bist du? Da bist du. Ach Mist. Scheiße. Mann, das lief so gut an. Naja, immerhin den Erfolg endlich. Was heißt immerhin? Das ärgert mich gerade richtig. Richtig hart. Das war... Es hat so gut angefangen mit dem. Ich habe gleich am Anfang diese drei Viecher platt gemacht.
gute Items bekommen. Ein glühender Meteorit hatte ich noch nicht, habe ich eben gefunden. Und wo ist das andere Item? Achso, das habe ich erst freigeschalten, dass es jetzt erscheinen kann. Da ist es. Das ist ein aktiver Gegenstand. Werden wir dann hoffentlich demnächst mal sehen. Ich hoffe, der zweite Durchlauf hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Für mich war es ja wieder beziehungsweise ein Wieder-Reinkommen. Und der zweite Lauf hat schon sehr geil angefangen. Ich hoffe, der nächste wird jetzt genauso gut. Ich nehme gleich noch eine Folge auf. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.